heute ist eine irre Hitze. Wir haben heute fast 33 Grad gehabt. Also gut, 32 Grad im Schatten. Am Sonntag hatte ich ein Riesenproblem mit der Trockenheit meines Rasens. Ich habe heute Abend wieder die Bewässerungsanlage angestellt. Es ist so warm, ey. Ich bin so am Schwitzen. Ja, der Rasen sieht aber richtig top aus noch. Richtig top. Jetzt langsam hört auch das Gras auf zu blühen. Ich habe das Gefühl, die Poa Annua ist nicht mehr ganz so dominant. Ich habe viele sehr schöne Grashalme stehen ohne Blüte. Sieht immer besser aus. Und morgen werde ich wieder mit dem Spindelmäher mähen. Jo, und so lange schraube ich hier erstmal. Ja, Hitze im Sommer ist natürlich ein Riesenproblem für Rasen. Wir müssen kräftig wässern, mindestens zweimal die Woche aus meiner Sicht, vielleicht sogar dreimal die Woche. Dann vielleicht ein bisschen weniger Menge. Bei zweimal die Woche kann man zwischen 10 und 15 Liter pro Quadratmeter, 10 und 15 Liter pro Quadratmeter sprengen. Ne, holt euch mal so einen Regensensor, so einen Regenmessbecher. Eine ganz einfache, coole Sache. Dann wisst ihr genau, wie viel Wasser auf euren Rasen gefallen ist, wie viel Wasser auf den Boden gekommen ist. Das ist so ein Messbecher. Ganz einfaches Ding. Wirklich total, total einfaches Teil hier. Eine ganz einfache Skala. Und das sind immer die Liter pro Quadratmeter. Das heißt, hier ist die 10. Also ungefähr in der Region soll das Wasser stehen. Wenn ihr Boden habt, der das Wasser gut speichert, ruhig 15 bis zu 15 Liter in den Quadratmeter sprengen und dann möglichst lange warten. Jo, so sehen die Dinger aus. Ja, könnt ihr mal gucken. Okay, cool. Ich sprenge immer nachts, mitten in der Nacht, 12 Uhr nachts, geht die Bewässerungsanlage los. Da habe ich den meisten Druck auf der Anlage und das geht 6 Stunden. Ich sprenge von nachts um 12 bis morgens um 6 durch. Die Sprenger sind schön leise. Die Nachbarn haben sich noch nicht beschwert. Morgens merke ich schon, wie der Druck wieder nachlässt, wenn die ersten anfangen zu duschen. Und dann sind aber auch nur die unwichtigen Kreise noch dran. Ja, ich lasse zweimal laufen, zweimal eine halbe Stunde. Das heißt, ich habe 6 Kreise. Jeder Kreis eine halbe Stunde. Zweimal sind 6 Stunden. Unglaublich. 6 Stunden! Ich muss 6 Stunden sprengen und habe dann gerade mal so 8, 9 Liter pro Quadratmeter gesprengt. Das unterschätzt man. Das ist unser Nachbar hier, mein lieber Nachbar, dem habe ich jetzt auch so einen Regensensor gegeben. Und ja, der hat auch mal viel zu wenig gesprengt. Das ist schwer abzuschätzen. Ja, schaut auf euren Wasserzähler, holt euch so einen Regensensor und so einen Regenmessbecher, ganz einfache Sache. Und dann sprengt nicht zu wenig und nicht zu oft. Nicht jeden Tag, eher weniger. Ich sage mal so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Ihr müsst das Gras beobachten, wenn das Gras wirklich so schon leicht bläulich wird und auch nicht mehr sich aufrichtet. Wenn man drauf tritt und das Gras bleibt einfach platt liegen, dann ist es an der Trockenheitsgrenze, dann muss unbedingt und sofort gesprengt werden. Also beobachten den Rasen, das Gras genau im Auge behalten und dann kräftig sprengen, dem Boden entsprechend die richtige Menge, zweimal die Woche, maximal dreimal die Woche. Ja, Freaks. Cool, dass ihr dran seid. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.